Ja, liebe Freunde, willkommen bei MTCast, willkommen bei MTCast. Ja, Audi, Kfz-Fuzzi ist Audi. Alter Schwede, mit 900 Abonnenten haben wir die Karre gekauft, weißt du noch? Ja. 400 Kilometer, glaube ich, gefahren mit dem Auto. Ja, haben auch ein paar Sachen an dem Auto gemacht, ne? Aber der steht schon lange da, San. Der steht wollten immer auch was machen, tun. Da kommt der Muri um die Ecke. Der Muri, der will einen eigenen Kanal aufmachen, einen YouTube-Kanal. Er hat schon einen kleinen Kanal, ne? Also, wir haben mit Muri einen Deal gemacht, ne? Ich tausche die Karre gegen ein Coupé. Und das Lustige ist, die Karre passt auch noch zu ihm. Ja, weil alle seine Autos sind gelb. Gelben R8, gelben Lambo, gelben Ferrari und gelben Audi. Jawohl, ja. Alter. Ich habe ihm gesagt, okay, Digga, wir fahren Samstag dahin und machen einen Deal mit ihm. Ne? Also er kriegt die Karre, ich krieg sein Mercedes. Tausch raus hier bei die MT-Cars, oder nicht? Ne? Ja. So, was müssen wir aber machen, Sand? Der steht schon ein bisschen dahin. Batterie, also einmal auf jeden Fall waschen. Wir waschen den, fahren zur Tankstelle, tanken die Karre mal ein bisschen voll, fahren eine Proberunde, gucken, machen und wir hoffen, dass er die 160 Kilometer morgen zu Ah, das geht. Schafft der Mann, das hat er auch damals aus Wuppertal gut gemacht. Auf jeden Fall. Ne? Wir nehmen ihn gleich mal rein, machen was, beim Tanken sehen wir es, die Jungs sollen den mal gleich mal waschen, dann fahren wir eine Runde mit den Jungs. Ach, das wird schon lustig. Hoffentlich haben wir das morgen dahin. Ja. Ja, Freunde, er muss mal ein bisschen laufen, er stand schon sehr lange. Wie gesagt, wir tanken ihn auch mal gleich. Ja, eigentlich auch eine coole Karre, aber irgendwie kam ja auch nicht zu dem Auto, ne? Egal, vielleicht kann die Auto aus Emmen was damit anfangen. Schauen wir mal einfach. Lass ihn laufen, der läuft schon. So, Freunde, die ersten Meter mit der Karre hier. Ach, keine Ahnung, ne? Also, seit 6 Monaten steht das Ding. Erstmal tanken fahren, Alter. Die Karre ist voll Reserve. Der muss morgen 200 Kilometer aushalten. Ja. Booster funktioniert? Nein, noch nicht. Okay, Freunde. Ja, fährt nicht schlecht bis jetzt. Was hast du dazu, Connor? Der fährt gut. Geile Karre oder geile Karre? Geile Karre ist das. Wallah, hast du hier oben den Himmel gesehen? Guck mal. Mhm. Wei. Fast wie in deinem Spiel. Ne? Wie heißt dein Spiel? Forza. Wie viele Punkte hast du da gehabt? Was? Welche Stufe? Stufe? 180 für 37 bis 40. Oh, aber gestern warst du bei 150. Ja, 160 bin ich. Oh, wei. Läuft bei dir. Goldrang. Oh, Goldrang hat er. Wer gegen Connor antreten will, kann dich hier mal melden. Freunde, wir sind gleich auf der Tankstelle. Dann wollen wir das Baby mal tanken. Ja, was ist los hier? Connor, links, nach links, Connor. Da? Ja, sehr gut. Dreh. Genau. So, dann nehmen wir hier den Super. Nee, das ist die E10, genau. Dann gib ihm mal. Ja, liebe Freunde, ein bisschen tanken. Alter, Tank ist richtig tot von der Karre. Wir wollen jetzt auch nicht hier mit einem leeren Tank hinfahren. Das schafft er sowieso nicht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich würde ihn vorne noch mal ein bisschen höher drehen, bevor wir losfahren. Ich merke, dass er sich kurz ein... Ja, dass er da mal kurz reingeht. Na, gucken wir mal. Connor arbeitet hier hart. Er muss jetzt die 60 Euro schaffen, Freunde. Schaffst du das, Connor? Mhm. Langsam. Mit Gefühl. Ah, Alter, voll daneben, Mann, Alter. 7 Cent. Mein Gott, Alter, ich dachte, du schaffst das locker. Connor, Digga. Na. Jawohl. So, mach den Tankdeckel zu, wir gehen rein. Ich glaube, du brauchst einen Energy-Drink. Sonst kannst du ja gar nicht arbeiten hier. Du bist ja richtig kaputt. Bin ich auch. Okay, dann komm, such den Energy-Drink aus. Komm. So, wir haben die Karre ja richtig tief gehabt, ne? Weißt du noch? Ja, der ja war wir mussten ihn hochmachen, weil der scheuert richtig. Also, Freunde, ihr kennt das auch noch von damals, ne? Gewindefahrwerk ist neu, Scheibenklötze sind neu. Alle Achsteile, die da an dem Auto sind, das haben wir neu gemacht. Alles neu gemacht. Wirklich, alles neu gemacht. Und wir drehen den jetzt mal einen Zentimeter hoch. Ich denke mal, das wird reichen, oder? Weil wir sind ja vorher sind wir auf was gefahren? 17 Zöller. Ja, und das ist jetzt 18. Genau, um 18 Zoll haben die gescheuert. Auf den 17 Zöllern sah das Ding gut aus, ne? So, Freunde, wir drehen die Horn ein bisschen hoch und dann wird auch mal eine geile Probefahrt fällig. Hier, wir haben verstellbare Koppelstangen eingebaut. Also wirklich, alles gemacht, was geht, ja? Du kannst doch nicht die Handschuhe anziehen und die nassen Ding anfassen. Das ist doch nasse. Hey, einer macht Dach, einer die Haube, Scheiben. Und hier mit einer Hand in der Hand, das geht nicht, Connor, ja. Also, Finger rein, genau, Digi. Jetzt schrubben mal. Und richtig Elan anzeigen hier. Und schön immer Wasser reintupfen. Liebe muss das hey. Arbeit mit Liebe, kommt auch gute Arbeit dann raus. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Ja, es Moin. Ist soweit, es ist soweit. Tausch raus bei MTCast. Timo, Digga, ich mache mein Format. Nein, ich will nur einmal tauschen, ne? Wir fahren nach Auraus M und will den Audi gegen ein Mercedes Coupé tauschen. Lasst euch überraschen, macht Muri den geilen Deal oder ich den geilen Deal. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Erst mussten wir 180 Kilometer mit dem Auto da ankommen. Auto steht seit einem Jahr auf dem Platz. Einmal tanken gefahren, hoch und runter gefahren. Aber ich denke, er schafft das, Alter. Ne? Der Motor läuft. Der läuft, der läuft. Mit der 20 Kilometer gefahren noch. Aber vielleicht fahren wir auch mit denen noch wieder zurück, wenn der andere nicht ist. Ja, du, wenn der andere kacke ist, Mutti, tut mir leid, Digi, Alter. Kannst die Karre behalten. Ja. Hey, wir sehen uns, fahren mal los, gucken wir mal, dass wir die 180 Kilometer hinter uns haben. Hadi, yalla.
Da ist die Sonne. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Jo, der Audi hat uns nicht im Stich gelassen, ne? Jo. 180 Kilometer. Wir haben noch 6 Kilometer vor uns. Ohne Mohn, ohne Zorn, Alter, die Karte gibt ihn, Alter. Nach einem Jahr Stehzeit ist schon geil, oder nicht? Muss ja, ich jetzt sagen. Aber wir sind auch sehr sachte gefahren. Also, ja, also 100, wir haben so nach den Regeln, ne? Also ist okay. So ja. Nach den Regeln gefahren, ist gut. Ja, wir sind gleich da. Mal gucken, was uns da der Tauschrausch erwartet. Ja. Bin mal ein bisschen gespannt, aber schön hier, ne? Ja. Also richtig so. Auch so ländlich, ne? Sehr ländlich, sehr entspannt. Ja, bin ich mal gespannt, was für ein Auto wir kriegen. Weil Muri kriegt ja nicht schlecht das Auto. Überleg mal, 200 Kilometer ohne nichts, ohne gar nichts. Ja. Das Ding hergekommen. Die Ausstattung muss ich ja mal so einfach mal sagen, ist ja, toll, ne? Dachhimmel. Auf jeden Fall, ne? Ledersitze, alles im guten Zustand, auf jeden Fall. Ne? So, bin ich mal gespannt hier, Alter, was für eine Karre wir von dem kriegen. Geiles Lenkrad vor allen Dingen. Auf jeden Fall ein bisschen schief, weil die Spurstange ist alles neu. Das ist 11 Uhr Markierung. Ja, okay, warte. Und jetzt bin ich auf 12 Uhr. So, Freunde, wir sind gleich da. Wir sind wirklich gespannt. Mal gucken. Ja, Freunde, wo bin ich denn, Alter? Moin, Muri. Grüß dich. Danke fürs Herkommen nochmal, Mensch. Was haben wir gefahren? 180 Kilometer geht aber. Ungefähr, also ich, anderthalb Stunden? Ist okay, wirklich. Also auf der Autobahn anderthalb Stunden, ich meine so über die Landschaft, über Pferden sind es fast 2 Stunden, sag ich mal. Ich sehe natürlich hier wirklich schön hier, weil du auch hast ja richtig Menge Platz hier, ne? Ja, also wir haben 5000 Quadratmeter hier, geht einmal nochmal so rum. Und erstmal hier die vollpacken mit Hausfahrzeugen. Liebe Freunde, so, wir kennen uns Moody jetzt 2 Monate, 6 Wochen, haben wir uns ungefähr mal kennengelernt, ja. Genau, ja. Ne? Moody sagt zu mir, Mehmet, wir sind ja gleich ein Alter, sorry. Ja. Wir sind ja ungefähr, ja, so ein Jährchen. Ich verrate jetzt mein Alter nicht, aber alle wissen das. Halbes Jahr Unterschied. Wir haben ein halbes Jahr Unterschied. Okay. Oh. Ja. Moody kommt auch aus der gleichen Stadt wie ich. Genau. Das ist ja auch nur so ein Zufall gewesen, wo wir telefoniert haben, gesagt wie Adana. Moody war bei Emrach, durch meine Videos, auch geil. Also wir haben eine viele Verbindung. Dann sagt er, ich habe ein 230er Coupé. Also dank Mehmet, sag ich mal so, habe ich den Emrah kennengelernt, ne? Also dank Mehmet. Ja, ich hab die Videos. Ich habe seine Videos geschaut und ich sehe, Sanaya Adana, da wohne ich da doch. Da wohnt er, ja. Du wohnst ja nicht näher als ich dran. Ja, genau, und ich bin ja näher dran an, zu Emrah. Eins muss ich sagen, Moody hat, glaube ich, vor 2 Monaten mit TikTok angefangen, ne? Genau. Und erfolgreich, also wirklich, ich mache TikTok auch seit einem Jahr, hab so danke meine für die Leute, 6000 ne? Abonnenten oder sowas. Aber Moody hat mal vor 2 Monaten noch just for fun angefangen. Und Moody hat Spaß, wir wollen nicht überfahren werden, Vorsicht. Ja, und bereits schon, ich sag mal so, bereits haben wir schon fast 18.000 schon geknackt. Nicht schlecht. Ich möchte mich bedanken dafür. Und also er hat ein bisschen Blut geleckt, Freunde, er hat Blut geleckt. Ich bin auch alt. Ihr wisst es, wie meine Karriere anfängt, einfach so auf dumm, habe ich damit angefangen. Ich habe richtig Spaß mit YouTube, mit TikTok, mit... Es macht Spaß und ihr macht auch Spaß. Du bist erfolgreich, ja. Mir macht auch Spaß, wirklich jetzt. Also ich bin so wie du und als ich deine Videos mal geschaut habe, finde ich toll. Also, du bist ehrlich, du bist offen, du sagst einfach das, was du denkst. Ich denke immer mal, wenn du YouTube machst, klar, ne, man kann ein bisschen schauspielern, aber ewig schauspielern, es geht leider nicht, Freunde. Du kannst keine 400 Videos rausballern und irgendwie immer so tun, als ob du ein anderer bist, ne? Ich finde, bleib so, wie du bist, das kennt man ja von dir und ist deswegen so. Läuft es halt, ne? Und dann habe ich Muri hat mir dieses Auto angeboten. Ja, hat gesagt, ich habe ein geiles Auto, komm mal her, guck mal. Also, er sieht wirklich nicht schlecht aus, klar, ne? Er hat die Stellen, Mehmet, das ist meine... Er hat die Stellen? Ja. Aber Farbe, okay. Aber die Farbe finde ich gar nicht mal so nein, schlecht. Ich weißt okay. du was? Die Farbe ist dieses Grau-weiß. Nano-grau. Nein, das ist so Bronze. Also Originalfarbe. Ja, hier, wenn du so hier rüber kaufst. Also, das ist so, was ist das für eine Farbe? Das ist so. Aber auch eine schöne Farbe gewesen, ne? Ja. Ja, okay, lackieren ist ein bisschen Fuschi-Muschi-Lackierung, ne? Die haben sie fusch lackiert. Ich habe den gekriegt. Einmal rüber geduscht. Ja, und hier, vor allem hier. Ja, und die Heckscheibe haben die ein bisschen blöd geklebt. Ihr seht das, Freunde, an den Kanten. Aber es soll ja auch ein Projekt werden, Freunde. Muri hat mir den letztes Mal angeboten. Ich habe gesagt, Alter, mein Hof ist auch voll. Tui meckert mit mir, hau die Autos weg. Ich kann die nicht weghauen. Ich sag, Muri, Digga, wir machen jetzt einen Deal. Er kriegt mein Audi 1.8 Turbo als Projekt. Ich krieg das Ding als Projekt. Ja, warum besser nicht? Dir gibt's ja gar nicht. Ja, weil du hast nicht so viel Bock drauf gehabt. Ich hab da auch nicht nein, so. Nein. Es war ja, weißt du, wenn du so ein Auto ein bisschen länger hast, dann hat man schon so ein bisschen ich so. Ich weiß, dass du so ein CE da stehen hast. Du hast die Teile dafür. Ich hab die Teile und ich mag die Autos. Ich mag die Autos auch. Und ich mag halt Audi, ne? Und Gelb wieder. Gelb machen. Ja, haben wir auch schon. Super schon wieder. Ja, du bist ja ein Gelbsammler, sehe ich gerade, ne? Das ist ja hier der Audi. Links hier R8. Der R8, der Lambo, der Ferrari hier vorne. Ja, sind alles gelb. Und da passt er noch richtig geil rein, Freunde. Ja, wie die Faust aufs Auge. Fun Mail. Kfz-Fuzzi, das ist das? Das Auto habe ich mit 900 Abonnenten. War gerade so ein junger Fisch gewesen, gerade YouTube angefangen. Dann sehe ich Yunus von Kfz-Fuzzi, will die Karre verkaufen, ne? Das Ding haben die natürlich mit 10 Mann, YouTuber, haben das Ding zusammengebastelt. Also neue Bremsen und sowas alles. 24 drauf, ne? Stunden. Also, weißt du was, ich zeig dir natürlich nachher nochmal drin. Ja. Aber er hat wirklich alle Scheiben, alle Klötze, alle Querlenker,
Also wirklich, ne? wirklich richtig alles Kohle. Erlört. Aber die haben natürlich gesponsert bekommen. In 24 Stunden haben sie es gemacht? In 24 Stunden 10 YouTuber. Genau, haben auf einmal, einer hat drin Leder gemacht, einer hat drin bestickt. Das waren die, die mitgewirkt haben. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dann hat einer den foliert, ja. Der eine hat den tiefer gelegt, der hat die Bremse gemacht in 24 Stunden. Ja. Hey, ich sehe gerade, Mr. Do It war ja auch dabei. Der war auch wohl dabei, ne? Jetzt auch wieder dabei. Der war ja mal ein Jahr weg. Genau. Ja, grüß dich. Schöne Grüße. Also, ein lustiges Projekt, du wirst deinen Spaß damit haben. Wir ich freue mich, wenn man ehrlich ist. Es ist kein Witz, ich freue mich darauf und. Ein neues Projekt für mich, sag ich mal. Lustig. Lustig, auch wieder in Gelb. Ja, Leute, lasst euch mal überraschen, was jetzt demnächst kommt mit dem Auto. So, jetzt. Ja, also lasst euch überraschen, Leute. Ich freue mich auf das Auto und vielleicht gibt es auch nette Videos darauf. Und ja, du musst gucken, was du draus machst. Ja. Also, TÜV hat er nicht. Hat er nicht? Nein. Es muss ein paar Abstimmungen gemacht werden, okay. Ein Schweißloch muss gemacht werden. Du musst hier mal reingucken. Ein paar Kleinigkeiten kann man drauf machen. Der Micker macht das, der Micker macht das. Oder ihr ballert die Karre auf Ringstrecke, Allradantrieb. Ein Tag ist euch schon gut, ne? Mit Allradantrieb. Und großen Ladeluftkühler. Schon drin. Aber wir sind hier, lass mal hier. Das kann auf dein. So. Muri macht seinen ersten Kanal. Heute kommt ein Video raus. Ne? Da freuen wir uns mal richtig. TikTok macht er. Ich habe gesagt, Digga, TikTok ist auch lustig. Aber er hat so viel Potenzial hier. Er hat so viel Potenzial. Und er kann es auch. Ne? Ich sehe das ja. Ich bin ja so ein YouTube-Macher. Nein, ich bin, ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, sag ich ganz ehrlich. Und ich bin ja nicht so wie du. Na, aber ich finde auch, du kannst gut frei reden. Ja, man merkt das auch. Ja. Also, Freunde, heute kommt von Muri ein geiles Video. Ich verlinke ihn auch nochmal. Ja. Und dann geht dieses Projekt weiter. Dann stellt er sich auch mal vor. Das wird richtig lustig. Ich will erstmal mein Mercedes gucken. Freunde, also ich weiß nicht, wer den besten Deal hat. Ob er oder ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne mein Audi, er kennt sein Mercedes, ne? Aber eins spricht für den Audi. Ohne Wenn und Aber. 200 Kilometer geballert. Alles genau. Wir gucken, ja, du bist doch angekommen. Ganz ehrlich, Moment, du bist mit dem Auto angekommen. Ich hoffe, du kommst mit dem auch an. Was sagst du? Aber schöne Sitze hat er, ne, Schatz? Ja, ich mag die Karo-Sitze. Ne? Also Leder wäre natürlich toll, aber dieses Karo-Muster, das gibt ihnen auch mal so ein Feeling, oder? Ja. Das war, glaube ich, im Sportline drin gewesen, ne? Die Sitze? Sportline? Die waren, das die? Ja, das sind aber nicht die Sportsitze. Nein, ne? Nee, aber trotzdem, ne? Und das feiere ich auch hier. Wer kommt auf so eine Idee, Freunde? Ja, wer kommt auf so eine Idee, oder nicht? Ja? So, erster Start nach wie lange, Muri? Ja, wie lange? Der wird laufen. Okay, starten. Jo. Alter Schwede, ne? Er läuft. Alter, er läuft doch noch gut. Ja, ey, Schatz, wir müssen nicht tanken. Nein, fang mal her. Ich hab doch getankt. Alter, ich hab auch 50 Euro getankt, aber er leuchtet wieder. Ich mach das, warum nicht? Liebe Freunde, es kommen ein paar lustige Videos über dieses Auto, ne? Das zeige ich euch in den nächsten Videos. Erstmal muss man damit zu Hause ankommen, ne? Mutti, Digga, vielen Dank. Ich versuche damit nach Hause zu kommen. Gerne. Dankeschön nochmal. Ne? Er hat gesagt, wenn ich hier weg bin, Garantie ist abgelaufen. Ist egal. Ich nehme Garantie bis zur Straße, Leute. Das ist nicht weit. Du ADAC Plus Mitglied, alles gut. Freunde, abonnieren, liken nicht vergessen. Die Moody folgen auf jeden Fall. Bitte. Küsst eure Herzen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss. Ciao. Tschüss.